Hallo meine Lieben von R, herzlich willkommen zu Gefriendzone 2. Ja, es ist endlich im Play Store erhalten, dann ist es der, ja gut, ich habe heute davon erfahren, dass es draußen ist, aber es ist anscheinend schon eine Zeit lang draußen und warte, ich muss kurz nachschauen, seit wann. Und ich sehe gerade, dass so, also veröffentlicht wurde es am 29.07.2018 und aber aktualisiert wurde es am 26.05.2019, aber das Problem ist, es gab es seitdem nicht im deutschen Play Store und jetzt ist es endlich in Deutsch auch, also auch im deutschen Raum verfügbar, wie man hier bei der Rezension irgendwo sehen kann. Wo ist das? Kann man das hier sehen? Nee, das ist doch hier. Das Spiel ist jetzt im gesamten deutschsprachigen Raum erhältlich. Also vorher gab es das anscheinend zwar auch schon. Nur entweder habe ich es nicht gesehen oder es war wirklich nicht am deutschen Play Store verfügbar. Und wie man sieht, die Musik ist schon mal ganz anders. Hier sieht man noch kurz eine Zusammenfassung des Spiels. Du entdeckst, dass Eva mit jemandem gesprochen hat, den sie kannte. Ein Abenteuer vorbereitet. Kurz zusammengefasst, ich habe mich schon kurz ein bisschen informiert. Das Spiel spielt sich sozusagen nach dem Friendzone 1. Also soweit ich jetzt gesehen habe. Ich habe mal nämlich kurz schon reingeschaut. Deswegen auch hier schon Kapitel 1. Aber dass ihr seht, was ich meine, so ungefähr, wenn wir das Spiel starten. Und wie immer, NF. German. Ja, auch die Musik ist einfach so sad irgendwie. Und ich habe in den Rezensionen auch gesehen, dass es am Ende, sie dachten, sie spielen einen Test über die Friendzone. Daraus ist die ganze Geschichte entstanden. Ja, Friendzone 1. Dieser Teil knüpft an der Ausgangssituation an, bei welcher Zoe noch am Leben ist. Da sieht man es. Also es spielt nach Gefriendzone. Sonst soweit anscheinend, ich bin mir nur nicht hundertprozentig sicher. Eva wurde immer noch nicht gefunden. Sie werden ein Gespräch beobachten, das sie an den Morgen hatte, als sie verschwand. Kapitel 1, ja, ein Jahr zuvor, der Morgen von Evas Verschwinden. Übrigens, hier kann man auch jetzt so ein bisschen überspringen, also hier. Aber was ich noch sagen wollte, laut den Rezensionen, die ich schon gelesen habe über das Spiel, sollte am Ende des Spielverlaufs eine so Auflistung sein, wie für was sich die Leute entschieden haben und so, was ich auch ganz nice finde, was ich auch, wobei ich auch ganz gespannt drauf bin, sozusagen, was da bei mir rauskommen wird alles. Bestimmt das Schlechteste, nicht Spaß. Weil Ron, also den Spielverlauf von Friendzone 1, also war auch jetzt nicht so das, glaube ich, schlechte Ende. Das war ja das gute Ende, was wir bekommen haben. Zoe war noch am Leben. Ja, Zoe hätte sich auch umbringen können. Das ist auch ein weiteres Ende. Und mir fällt gerade auf, eigentlich stimmt, ich würde ja gefriendzoned 1 und die verschiedenen Endings zeigen, die ich kenne, beziehungsweise bei manchen muss ich sogar vielleicht im Internet suchen. Aber so viel zu dem Thema, würde ich mal sagen, machen wir jetzt weiter. Ach, hier. Sorry. Eine fremde Person. Du siehst eine gelöschte Unterhaltung zwischen Eva und einer dir fremden Person an. Eva, bist du da? Chloe. Chloe? Chloe kam aber nicht in Friendzone vor. Also im ersten Teil. Ja, bin ich. Wie geht's dir? Also, okay, hier. Also, hier kann man nicht aussuchen. Also hier kann man jetzt nichts selber schreiben, sondern es ist halt so eine bereits und also eine Unterhaltung, die schon bereits stattgefunden hat, sozusagen. Mir geht's gut. Ich verstehe nicht, warum es so lange her ist, dass wir das letzte Mal geschrieben haben. Das tut mir leid. Mein Kopf ist gerade ganz woanders. Ich nehme an, das ist wegen Brian, so. Überhaupt nicht. Ich werde nie wieder über ihn sprechen. Oh, Brian kennen wir auch noch aus dem ersten Teil.
Der, also Sophie, Alki. Wir hatten gestern einen miesen Abend. Ich will ihn nicht wiedersehen, das kann ich verstehen. Und weil Friendzone 1 also nicht gespielt hat und jetzt Brian halt nicht kennt, beziehungsweise Eva nicht kennt, Eva wird, ist die Person, die man am Anfang von sozusagen Friendzone 1 kennenlernt, aber während des Spielverlaufs plötzlich verschwindet, aber man hat es nie herausgefunden, man hat es nie erfahren, was da wirklich passiert ist. Man kriegt nur vorgeworfen, dass man anstelle von Brian eigentlich da sein sollte. Anscheinend hat Brian auch was damit zu tun. Und ich hoffe mal, dass wir das vielleicht hier herausfinden werden. Also was da wirklich passiert ist mit Eva. Weil im ersten Teil haben wir sogar herausgefunden, dass sie tot war. Aber warum sie gestorben ist oder was passiert ist, das konnte man nicht im ersten Teil herausfinden. Wie gesagt, deswegen hoffe ich, dass man das hier herausfinden kann. Siehst du, ich habe dir gesagt, den kann man nicht trauen. Er ist ein bisschen aufdringlich, aber ich glaube, das ist okay. Mein Gott. Ich habe das Gefühl, dass er gar nicht wirklich Brian ist. Der dich gerade so beschäftigt, kann das sein? Ich sehe schon, vor dir kann ich nicht geheim halten. Anscheinend kennen die zwei sich gut. Ich habe jemand Besonderes kennengelernt. Er ist sehr kultiviert und ich muss gestehen, dass ich es kaum abwarten kann, wieder mit ihm zu sprechen. Das ist klasse. Solange du mich nicht vergisst, du möchtest, beschreibe ihn doch noch ein bisschen genauer. Erste Achtung, und ich habe das Gefühl, dass da keinerlei Grenze ist, wenn wir reden. Ich würde noch eifersüchtig, haha. Okay, und? Wie lautet sein Name? Sein Name ist NF Germany. Wer hätte es gedacht? Ich würde einen Horrorabend mit Zoe machen, aber diesmal wird er dabei sein. Moment mal, ich würde einen Horrorabend. Nein, das ist zwischen Kapitel 1 und 2 von Friendzone, oder? Ich bin mir sicher, dass ihr ihn mögt. Also, wenn man es hier sieht, ist es anscheinend zwischen dem ersten und zweiten Kapitel vom ersten Teil. Okay, ich hoffe, ich lerne ihn eines Tages auch kennen. Okay. Haha, erstmal müssen du und ich uns treffen. Ich habe das erst einmal gesehen und das war für mich viel zu kurz. Bist du sicher, dass ich dich gegen über mein Adoptiveltern nicht erwähnen soll? Du bist meine biologische Schwester. Sie werden mich dich bestimmt treffen lassen. Ah, oh, stimmt ja. Und zum ersten Teil haben wir auch sozusagen von einer, keine Ahnung, ich nenne es mal Vision oder einem Traum herausgefunden, dass Eva, ja, adoptiert sozusagen wurde. Tu es nicht. Also, dass sie nicht bei ihren wirklichen, echt wirklichen Eltern leben tut. Es wird meine Aufgabe sein, rechtzeitig mit ihnen zu sprechen. Versprochen? Ich verspreche es. Das hört sich schon mal gut an. Das hört sich schon mal nice an. Wenn ich ehrlich bin. Weißt du, es hat so viele Jahre gedauert. Oh mein Gott, meine Handy wäre mir fast aus der Scheiße angefallen. Alter. Es hat so viele Jahre gedauert, bis ich dich gefunden habe. Ich will dich nicht wieder verlieren. Ich weiß, Schätzchen, dass du dir um mich Sorgen machst. Und ich bin froh, dass wir uns mal wieder unterhalten haben. Ich würde immer für dich da sein, kleine Schwester. Ach, wie süß. Gut, ich habe noch etwas Arbeit zu erledigen. Wir sprechen später. Okay. Hab einen schönen Tag und viel Erfolg bei der Arbeit. Haha, ja, das kann ich brauchen. Ich muss so viele wichtige Dinge erledigen. Oh, und vergiss nicht, dir den Song anzuhören, den ich dir gestern geschickt habe. Song?
Ja, Lays. Ich hab's mir angehört. Ich denke, diese Musik hat eine berührende Wirkung. Ich habe auf meinem Handy. Klasse. Bis dann. Anscheinend ist das die biologische. Oh. Hat sie dir gerade eine Nachricht geschickt? Evas Mutter. Interessant, interessant. Also noch interessanter kann es nicht werden. Ich weiß, dass gewählt wird. Was ist das jetzt gerade? Auf jeden Fall das erste Kapitel zusammengefasst. Wie man gerade gesehen hat, war so sozusagen anscheinend gelöschte Unterhaltung zwischen Eva und ihrer biologischen Schwester. Weil, wie gesagt, sie wurde von anderen Eltern adoptiert und ja. Also gut, zusammengefasst mal. Und in diesem Kapitel geht es anscheinend um Brian. Brian und Evas Mutter. Hallo NF Germany, ich bin Christophs Frau. Du und ich, wir hatten bisher nicht die Gelegenheit, uns zu unterhalten. Hallo, Sylvie. Sie. Es ist noch auf Englisch, das wurde noch nicht auf Deutsch übersetzt. So nebenbei. Ich habe dir diese Nachricht geschickt, weil ich gestern Abend mit Zoe zusammen war und sie meinte, du hättest uns etwas bezüglich Brian zu sagen. Sie hat uns noch nichts gesagt. Weder mir noch Christoph. Es ist etwas Wichtiges, aber. Oh mein Gott, Leute, ich glaube, wir kommen der Wahrheit, was passiert ist, wirklich in diesem Teil näher. Ich bin schon so gespannt, wie es endet. Ist es etwas Wichtiges? Ja, ist es. Also, ich finde schon, dass es wichtig ist, über sowas zu reden. Nun, ich bin gerade gespannt, was du zu sagen hast. Natürlich sage ich ihr, das ist ihre Mutter. Wir haben Brian letztens abends gesehen und er hat uns etwas erzählt, aber ich weiß es nicht, stumm, was es genau geht mit Brian hier. Er sagte, er sei an dem Abend dort gewesen, als Eva schwer. Nee. Ah, das ist danach. Merke Friendzone 1. Sagte, dass er es bereut, nicht für sie da gewesen zu sein, als sie es gebraucht hat. Er sagte, er sei an den Abend dort gewesen, als Eva verschwand. Wirklich? Weißt du, was du da sagst? Du sagst, es ist eine wirklich wichtige Information, weißt du? Naja, ich hoffe, dass es nützlich ist. Natürlich, warum soll ich das nicht? Ich hoffe, das ist Ihnen nützlich. Das hoffe ich. Ich werde meinen Mann kontaktieren. Würde mal sagen, gut, würde ich auch machen. Ich möchte meinen Dankbarkeit ausdrücken. Also danke dir. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend. Bleib mir höflich. Höflichkeit ist immer am besten. Dir auch, mein lieber NF Germany. Ich muss sagen, Höflichkeit ist immer der beste Weg. Und der höflichste Weg einfach. Ich weiß jetzt nicht, was das zu kennen ist. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ihr versteht so ungefähr, was ich meine. Chloe Winsbright. Kapitel 3, ein neuer Hinweis. Einen Tag später, eine neue Person taucht in einem Leben auf. Chloe. Ach, das ist ihre biologische Schwester, aber wir wissen das anscheinend als NF Germany noch nicht. Wer bist du? Also unser Charakter hier weiß das noch nicht. Aber wir als Spieler wissen das schon. Hallo NF Germany, ich bin Chloe. Kann ich dir irgendwie helfen?
Ja gut, so will ich eigentlich nur reagieren. Das kann man wohl sagen. Oder wie hättet ihr reagiert, wenn euch eine Person so anschreibt? Ich glaube, da gibt es verschiedene Arten, wie Leute reagieren oder reagiert haben oder handeln, wie auch immer. Ich würde da ungefähr auch so ähnlich reagieren. Erstmal so verblüfft sein oder so. Hey. Es geht um Eva. Ich weiß nicht, ob sie es dir erzählt hat, aber ich bin ihre große Schwester. Nein, davon hat sie mir nichts erzählt. Aber dafür wissen wir, dass sie adoptiert worden ist. Das wissen wir. Jedenfalls hat sie mir zu verstehen geben, dass du jemand bist, den man selbst das größte Geheimnis anvertrauen kann. Sie und ich wollten unsere Verwandtschaft zueinander geheim halten. Ich habe eine schwere Lebens. Ich stehe hinter mir, seit ich ein Kind war, und viele Leute verleugnen meine Existenz. Verleugnen. Genauso wie Evas Adoptiveltern. Verstehe. Du kannst mich auf mich verlassen. Du kannst mich auf mich verlassen. Alles klar. Du kannst dich auf mich verlassen. So. Danke dir. End of Germany. Ich habe einige Anhaltspunkte, aber ich kann das nicht komplett alleine machen. Ich gestehe, dass ich mir sicher war, dass Eva mit dir über mich gesprochen hat. Hat sie aber nicht. Was? Warte mal. Ich stehe, dass ich mir sicher war, dass Eva mit dir über mich gesprochen hat. Nein, hat sie nicht. Das ist der wahre Grund, aus dem ich mich entschieden habe, einen Schritt auf dich zuzumachen. Ich weiß aber, das über Brian. Du hast recht getan, ihm zu denunzieren. Ich bin mir sicher, dass er irgendwas mit der Geschichte zu tun hat. Ja, das denke ich auch. Das denke ich auch. Ich weiß nicht, ob du dir dessen bewusst bist, aber Brian ist abgehauen. Das bestätigt meinen Verdacht. Aha. Brian, dieser kleine Schlingel. Was führst du nun im Schilde? Beziehungsweise, was hast du im Schilde geführt? Nun werden wir auf eigene Faust Fortschritte machen. Sonst können wir uns die letzte Chance, sie noch zu finden, abschminken. Ja gut, das stimmt auch schon. Wir können uns nicht mal sicher sein, dass sie überhaupt noch lebt, dass sie überhaupt noch am Leben ist. Ich meine, ist das schon Jahre vergangen bestimmt. Also rein theoretische Jane. Sag das nicht. Tut mir leid. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie tot ist. Das geht gegen meine Prinzipien. Ich denke, dass wir zusammen trotz allem finden werden. Sag mir, was machst du beruflich? Ja gut. Ich würde sagen, ich bin noch Student. Bereits eine Menge, ganze Menge. What the fuck? Creepy Stalkerin, Spaß. Verstehe, das ist klasse. Weiter zu meinem und deine Schwester. Und was machst du beruflich? Wir wollen natürlich auch ein bisschen über sie herausfinden, da es ja ihre biologische Schwester ist. Ich bin selbstständig. Ich designe Webseiten für kleinere Firmen. Nicht so ein schlechter Job. Für sowas braucht man auch ein sozusagen Wissen. Ich zum Beispiel kann keine eigene Seite finden. Ich habe es mal versucht für meinen Kanal hier. Ja, ich habe mal versucht, eine Seite zu erstellen, aber ich merke da nicht wirklich durch. So. Deswegen ist auch eine Seite müsste noch im Internet zu finden sein. Warte, das kann ich mal gerade suchen. Ich habe nämlich vor langem mal mit Jimbo oder so, wie das hieß, eine Seite erstellt, aber ich weiß nicht, ob die noch online ist. Nicht. Mehr Türmen.
weiß nicht, ob die Seite noch online ist, aber auf jeden Fall. Nein. Nein, anscheinend nicht. Anscheinend nicht. Also ja. Die Seite existiert dann nicht mehr. Es ist ein sehr weites Arbeitsfeld, aber so kann ich jeden Tag etwas Zeit aufbringen, um Evas Spuren zu verfolgen. Was sie betrifft, es ist zugleich einfach und kompliziert. Ich muss gestehen, dass ich Brian schon oft gefolgt bin und ich glaube, dass du ihn eifersüchtig gemacht hast, da er danach aktiv geworden ist. Okay. Ich würde sagen, wir werden sie gemeinsam finden. Ein bisschen Motivation würde nicht schaden. Fuck, der Knallkopf ist draußen. So ein Knallkopf, nicht was. Das will ich von dir hören. Wir werden zusammen du und sie finden. Themengeist. Das kann ich brauchen. Wir werden in den Keller eindringen, in dem Eva meiner Vermutung nach schon so lange gefangen gehalten wird. Soll das jetzt eine Redewendung sein oder ein wirklicher Hinweis? Ich glaube, das ist nur so eine Art Redewendung, so ein Spruch. Oder wie auch immer Spruch, sowas ähnliches. Zu den gesammelten Informationen auf jeden Fall der Polizei. Ist es weit weg? Also, ist sie noch am Leben? Lebt sie noch? Will ich nicht alles enthüllen. Okay, Geheimnis über Geheimnis. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sie dort ist. Wir nehmen mein Auto, um hinzukommen. Okay, und können wir Zoe mitnehmen? Ich meine, sie sollte ja schon auch davon wissen, weil das sind ja beste Freundinnen. Das wollte ich dir gerade vorschlagen. Warte noch ein bisschen, bevor du mit ihr sprichst. Ich werde es selbst versuchen. Okay. Ich frage mich bereits jetzt, wie Eva reagieren wird, wenn sie sieht, dass du ihrer besten Freundin so nahe stehst. Woher weißt du das? Stimmt, woher weißt du das? Weil im Kapitel 1 haben wir jetzt nicht gesehen, wie nah ich, weil da ist das Treffen der Horrorabend noch nicht passiert. Das war ja davor. Als sie den neuen Hinweis der letzten Nacht bezeugt hat, hat sie ja gesagt, ihr beide hättet euch wieder angenähert. Also. Nun, wir wissen beide, dass sie der Hammer ist. Gut, ich werde mit Zoe sprechen. Du musst sonst nichts weiter tun. Kann ich deine Telefonnummer haben? Ich werde dir ja kurz vorher eine Nachricht schicken und dich bei dir zu Hause aufsammeln. Du wirst mich schnell erkennen, ich werde eine schwarze Mütze tragen. Okay. Dann gebe ich mal die Nummer. Chloe notiert deine Telefonnummer als Nachricht. Jedenfalls bin ich froh, endlich mit die gesprochen zu haben. Eva hatte recht, du bist wirklich jemand Außergewöhnliches. Das ist lieb von dir. Du scheinst auch wirklich großartig zu sein. Das ist lieb von dir, du scheinst auch wirklich großartig zu sein. Aber müssen wir okay, das hier. Glücklich ist es ja, würden da draußen Feuerkörper abgefeiert oder so? Da geht es ja gerade draußen mit Feuerwerk-Dingern ab oder so. Du bist so süß. Chloe, ich schätze dich sehr. Wie dem auch sei, ich gehe wieder an die Arbeit. Hab einen schönen Abend. Du auch. Das Kapitel endet, wenn ich so. Ah, ich habe so Bock auf noch ein Kapitel zu spielen. Vielleicht noch ein oder zwei. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Kapitel das hier sind, weil, wie gesagt, das ist jetzt wirklich jetzt erst. Okay, Werbung. Blind. Sozusagen. Nennen Sie zum Entsperren des nächsten Kapitels. Okay, dann warte ich mal auf die. Okay, das war eine Snapchat-Werbung. Scheiße. Kapitel 4, der Keller.
Also anscheinend ist sie wirklich noch nicht. Also noch am Leben. Eine Woche später. Vor dir befindet sich ein Tier, aber wo bist du? Keller. Das ist der Titelscreen vom Menü. Keller, Ortung nicht möglich. Du stehst vor einer Eisentür. Tür öffnen. Naja, sag mir, ist dies wirklich noch am Leben? Das sind zwei bewusstlose Menschen, jeweils an einem Stuhl. Eine von ihnen trägt eine schwarze Mütze und die andere ist blond. Die zweite Person hebt ihren Kopf und enthüllt ein großes Stück Klebeband über ihren Mund. Wurden wir gekidnappt? Was passiert hier? Okay, strange. Jemand hält sich im Schatten des Raumes auf und spricht mit der technisch veränderten Stimme zu dir. Du wirst eine Wahl treffen. Du wirst eine Wahl treffen. NF Germany. Ja, ich versuche mal so ein bisschen mysteriös zu klingen, aber ich habe kein Programm, dass ich meine Stimme verstellen kann. Wovon redest du? Es ist einfach. Triff eine Wahl zwischen diesen beiden Personen. Zoe versucht zu schreien. Ja, wohin geht's? Zoe versucht zu schreien und zieht dich dabei an. Der Kidnapper hält eine Waffe in der Hand. Nein. Nein. Nein, oder? Ich werde jetzt runterziehen. Wenn du keine Entscheidung triffst, werde ich das für dich tun. Was? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nun. Zu schade. Aber was? Ich könnte nicht mal was auswählen. Was? Du schließt deine Augen verängstigt. Einer der beiden fällt zu Boden. Was? What the fuck? Ich könnte gar nicht mal was machen während dieses Spiels. Wenn deine Entscheidung dich zu einem alternativen Ende führen? Ich könnte mal gar nicht was entscheiden. Oder konnte ich was machen? Nein, oder? Oder habe ich was verpasst? Oder war das wirklich nur so ein Timer und man konnte was machen? Scheiße. Na gut, dann würde ich mir das aufs Screen nochmal anschauen, ob ich da wirklich was aussuchen konnte. Ich dachte so, was? 10, 9, 8, 7, 6, what the fuck? Nein, sorry, du hast von mehr als 15 Minuten eine Sprachnachricht von Zoe erhalten. Also werde ich jetzt nicht so viel reden. Also ich wollte dir nur kurz Bescheid sagen, dass Chloe mir eine Nachricht geschickt hat und ich möchte mich bei dir bedanken, weil sie hat zu mir gesagt, ich soll durch beiden mitkommen. Ich meine, eigentlich kenne ich sie ja gar nicht, aber sie hat mich echt überzeugt, ihr eine Chance zu geben. Moment. Es scheint halt so, als ob sie viel über ihn weiß. Was denkst du eigentlich über sie? Okay, das ist anscheinend noch bevor das passiert ist. Aber was war das ein Kapitel davor? Könnte ich da was auswählen? Weil nachher noch so diese Ansage, dass meine Entscheidung den Spielverlauf ändern jetzt. Scheiße. Ich habe jetzt nicht wirklich aufgepasst, ob ich da was. Ich könnte da anscheinend doch da was auswählen, aber ich habe es nicht irgendwie realisiert, weil es mir zu schnell zu viel war. Alter. Hilfe. Danke, dass du mit Sylvie über Brian geredet hast. Ich konnte es ihr nicht als erstes sagen. Es hat ein paar Gründe. Erzähle ich dir später. Okay. Hallo Zoe. Alter, ich komm grad. What the fuck? Mystery über Mystery, Hilfe. Sind wir hier schon bei Sau gelandet oder so? Hey, NF Germany. Konnten Sie sich meine Aufnahmen anhören? Konnte ich ja. Ja, ich könnte deine schöne Stimme hören. Ja, Gott, das stimmt schon, das ist eine schöne Stimme. Bisschen eine Schmunzel. Schöne Stimme, du betreibst ein wenig, ach Quatsch.
Jedenfalls, was hältst du von Zoe? Ich brauche deine Meinung. Hey? Hey, das ist doch Zoe. Okay, ich glaube, das ist ein Bug oder so. Hey, okay. Weil, wenn man so überlegt, ja. Schöne Stimme, aber doch jedenfalls. Was hältst du von Zoe? Ich brauche deinen. Dabei ist das doch Zoe, mit der ich schreibe. Was? Okay. Hey. Sie scheint merkwürdig, ist aber auch attraktiv. Wenn ich ehrlich bin, ich traue ihr und. Keine Trauen, aber sie kommen mir wirklich. Nein, ich traue ihr. Okay, was? Eine falsche Personperspektive. Oder ist das ja falsch? Keine Ahnung. Ich glaube, ich will. Hä? Okay, warte, welches Kapitel ist das? Das merke ich mir dann. Dann schicke ich eine E-Mail an den Developer und sage ihm, dass das. Ein bisschen verwirrend hier ist oder was so sein sollte. Ich will mir auch glauben, ich will ja auch glauben, ich meine, ich möchte daran glauben, dass Eva noch lebt. Dann mache ich später noch eine extra Aufnahme und schicke diese dann vielleicht auch mit der E-Mail, dass sie es kurz anschauen können und versuche es auf Englisch zu übersetzen. Wir geben ihr eine Chance, nicht zwei. Das verstehe ich vollkommen, sehe ich genauso. Ja, ich will ja auch glauben, ich meine, ich möchte daran glauben, dass Eva noch lebt. Ja, das verstehe ich vollkommen, sehe ich genauso. Das ist großartig. Wir werden ein großartiges Duo sein. Ja, ein super Duo. Haha, wie Bonnie und Clyde. Wer ist das? Bonnie und Clyde? Okay, kenne ich jetzt wirklich nicht. Kenne ich jetzt auch in Real Life gar nicht. Was? Du kennst Bonnie und Clyde nicht? Nein. Nun, du solltest dir das mal ansehen. Google sie. Sie steht da, dass du ihre Geschichte mögen wirst. Okay. Bonnie und Clyde. B-O-N-N-I und Bonnie und Clyde. Okay. So eine kleine Nebenbei-Info, dann wüsstet ihr jetzt auch gleich, wer Bonnie und Clyde sind. War ein aus der Kriminellen Bonnie Elizabeth Parker und Clyde Kirsten Barrow in Tellico ist. Das ist Verbrecher-Duo. Bonnie und Clyde zogen während der Weltwirtschaftskrise durch den Mittleren Westen und Vereinigten Staaten und überfielen gemeinsam mit anderen kriminellen Bandenmäßig Lebensmittelgeschäfte, Tankstellen und kleinere Banken auf dem Land. Wobei sie insgesamt 14 Morde hauptsächlich an Polizisten verübten. Ihre Forscher sagen, John Dillinger. Lol Dillinger. In Dillingen wohne ich. In Dillingen sah Dillinger. Und können in der Zeit der Wirtschaftskrise auf das sind historische Personen, das wäre ein Film gewesen. Also ein bisschen mal Historie, man hat was dort noch dazugelernt in diesem Video. Bonnie und Clyde. Das habe ich mal gerade angeschaut. Das ist zumindest. Jedenfalls, ich wollte dich etwas fragen. Was ja Vertrauen bedeutet. Vertrauen ist das Wichtigste auf der Welt, das stimmt. Ich teile diese Meinung auch. Same. Ich glaube, Vertrauen ist der wertvollste Schatz, den uns die Natur mitgegeben hat. Das stimmt. Okay, da muss ich sagen, das stimmt. Da hat hier Zoe oder Chloe und ihr mit der Zoe-Bug oder sowas auch immer tatsächlich recht, weil Vertrauen, das ist wirklich eine Sache, die wirklich geschätzt werden sollte heutzutage.
Vor allem heutzutage. Viel zu oft investieren wir zu viel Zeit auf die Art von Menschen, denen wir egal sind und den Preis jenen zu vergessen, die sich wirklich um uns sorgen. Und obwohl ich das sage, mache auch ich diesen Fehler nur allzu oft. Was? Wir haben alle jemanden, auf den wir uns verlassen können. Und jemanden, der sich auf uns verlässt, vertrauen kann auch eine verheerende Waffe sein. Ja, das stimmt leider. Es ist nicht immer easy. Scheint, dass du dieses Thema betreffend eine Menge durchgehst. Ja, bestimmt. Also in Real Life sogar auch. Ja. Es ist nur, dass jemand, der mir viel bedeutet hat, mich fallen gelassen hat. Verstehe, diese Person weiß gar nicht, was sie verpasst. Ja, komm. Das war ein bisschen nice. Das beruht auf Gegenseitigkeit. Weißt du, wir hatten nicht wirklich die Gelegenheit, uns viel zu sehen, aber ich denke, dass ich bereits recht gut verstehen kann. Auch mal schreibe ich doch auch mal, da du behauptest, es zu können. Also nebenbei Test. Haha, okay, so. Ich denke, dass du schon einiges hinter dir hast. Schöne Geschichten, genauso wie steinige Wege. Ja, das stimmt. Das stimmt sogar, genau. Aber du hast dieses steinigen Wege benutzt, um stärker zu werden, um zu kämpfen zu können, um das Leben zu haben, das du immer gewünscht hast. Wow, überhaupt nicht. Na, komm. Du machst mir Angst, was du eben gesagt hast, trifft vollkommen zu. Ja gut, außer der dritte, beziehungsweise hier, der vierte Text, der trifft nicht 100%, nur so 60, 70. Herausforderungen gemeistert, eigentlich. Es ist nur so, dass ich glaube, du und ich verstehen einander wirklich gut. Ich glaube auch, dass wir einander gut verstehen. Ja, das sieht man. Und ich rede gerade etwas zu schnell. Weil ich bin sozusagen, wie man sieht, ich bin einfach so vertieft in die Story. Und dazu muss ich. Ich muss wiederum ein Lob an den Purple Tier geben für dieses Spiel Gefrainzone und jetzt auch den Nachfolger Gefrainzone 2. Nice work. Great work. Zoe fühlt sich sicherer. Ich schlage vor, dass wir doch noch mehr reden in dem Park in der Nähe, wo du lebst. Ja, dass wir noch mehr darüber sprechen. In Strandnähe. Ja, komm, bleib mir irgendwo in der Nähe. Um ganz ehrlich zu sein, gehe ich nicht oft in diesen Park, okay. Aber für dich werde ich eine Ausnahme machen. Jetzt muss ich gehen. Ich muss mich mit jemandem treffen. Ich werde dir nächste Woche überall erreichbar sein. Wenn du möchtest, gleicher Tag gegen 18:30 Uhr. Aber nicht erwarten. Ich kann es nicht erwarten. Oh, okay. Ja gut, dann würde ich mal sagen, machen wir jetzt aber auch hier Schluss für heute. Ich würde jetzt gleich noch. Okay. In dieser Nacht wusste ich, dass sie durch Chloes Ankündigung verletzt werden würde. Was? Sie ist eine schöne Seele, die nur auf den Dünen des Vertrauens tanzen will. Und je höher sie ist, desto stärker wird ihr Wunsch, sich mit gleichgesinnten Seelen zu umgeben. Vertrauen ist für sie der wertvollste Schatz der Welt. Warum denkt sie das so? Sicher ist, dass sie. Sicher ist, dass sie auf Bindungen, die sie hat, unglaublich viel Wert legt, weil sie diese nur sehr selten selbst erleben konnte. Ich weiß nicht alles über sie, aber was sie mit mir teilt, ist immer transparent und ermöglicht es mir, diese Verantwortung
mit dir zu teilen. Oh fuck. Man hört nichts. Okay, es hört nicht auf. Mein Gott, mein Gott, mein Gott. Oh, Moment, Moment, ich will keinen Copyright Strike bekommen. So, gerade mal mein Tablet auf Vibration gestellt. Wo bin ich überhaupt stehen geblieben? Ich will jetzt keinen Copyright Strike, das bekommt noch. Nur weil ich wieder immer noch denselben Benachrichtigungston, beziehungsweise die Musik als Benachrichtigungston irgendwie aus irgendeinem Grund auch immer ausgewählt habe. Aber auf jeden Fall sind jetzt stehen geblieben. Ich weiß nicht alles über sie, aber Transfrau, ich mich mit der teilen. Sehr viel auf mich. Ich darf sie nicht so enttäuschen wie in der Nacht, als sie mich bat, Eva nicht zu enttäuschen. Nee, komm. Du hast ein Treffen mit Zoe, genieße diesen Moment, solange du kannst. Denn in Kürze erwartet dich ein Abenteuer. Dann würde ich mal sagen, was ist aber auch mit diesem Part? Ich werde jetzt gleich gucken, mich um dieses eigene Kapitel nochmal zu kümmern. Also, wo da. Wo es sich ein bisschen komisch angehört hat. Angesehen hat und ob das so sein sollte oder nicht, wird vielleicht noch eine, wahrscheinlich noch eine E-Mail an den Herstellern, also an den Developern, Proprietär schicken mit dem Video, wo ich darüber kurz rede und schreiben, dass sie sich mal kurz das Video anschauen sollten, beziehungsweise jemand sich das Video kurz anschauen sollten und ich auf einer Antwort, bitte. Also, dass mir einer antwortet. Dann würde ich mal sagen, was das mit diesem hier zu Gefriendzone Kapitel 2 und oh boy, ich. Sorry, aber ich kann es nicht erwarten, wie es weitergeht. Ich bin so vertieft, ich bin einfach so vertieft in die Story. Ich feiere die Story einfach sowas von. Und ja. Dann würde ich mal sagen, wenn euch das Video gefallen hat, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ciao.